Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Trigon zwischen Merkur und Pluto. Große Machtausübung, subtile Machtausübung, große Nervosität mit Aszendent Schütze, große Angst um das Geld, weil der Jupiter rückläufig im zweiten Haus ist. Ich schaue nur die Grade an, 26 Grad, 22, das sind Wassermann-Grade. Und ich sehe natürlich hier auch etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, Herrscher von 4 in 8. Ja. Herrscher von 4 in 8 und natürlich auch Herrscher von 11, weil Skorpion wird auch von Mars beherrscht. Ja. Also das heißt, wir haben hier die Verbindung über Mars im 8. Haus, Bevölkerung und Schergen im 8. Haus, große Machtspiele, große Machtkämpfe. Und es kann auch hier leider, wofür das 8. Haus auch steht, Herrscher von 4 in 8, kann auch bedeuten, dass es innerhalb der Bevölkerung zu einer Häufung von Todesfällen kommt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Gerüchteküche, schon übergeht, kocht, überbrodelt, ja, dass Eigentumsverhältnisse, das heißt diese Menschen, die sozusagen aufgrund bestimmter Maßnahmen sich für die nächste Inkarnation vorbereiten dürfen, dass deren Vermögenswerte aufgrund genetischer Veränderungen in den Schoß von gewissen Konzernen fallen könnten, weil eine genetische Veränderung bedingt den Verlust von Rechten, die man glaubt noch zu besitzen. Aber nach Inanspruchnahme dieses Experimentes ändern sich auch die Eigentums- und Vermögenswerte möglicherweise. Es wurden schon Fälle berichtet, wo Lebensversicherungen nicht an die betreffende, ich sage es wortwörtlich, Person, ich verwende dieses Wort absichtlich, wo es an die betreffende Person nicht ausbezahlt wurde, weil eben gewisse therapeutische Maßnahmen vorgelegen sind und der Betrag dann an den jeweiligen Konzern ausbezahlt wird, aber nicht mehr an die betreffende Person. Also das ist nur ein möglicher, ja. Das ist natürlich alles ein bösartiges Verschwörungsgerücht, eine Verschwörungstheorie, die mit der Wahrheit nicht das Geringste zu tun hat, denn wir wissen ja, auf diesem Planeten herrscht nicht Handelsrecht und Finanzen haben hier überhaupt keine Bedeutung und Verträge auch nicht, wie das ja hier natürlich in diesem Aspekt ebenfalls genauso fast überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. Was sehr spannend ist, dass Neptun genau an der Spitze drittes Haus steht, also ziemlich in Konjunktion, was natürlich diesen wunderbaren Effekt für mich bedeutet, das Stück Zucker im heißen Kaffee, patsch, eingetaucht und löst sich so wundervoll auf. Das heißt, Wirtschaft, Handel und Industrie, Verschwindibus Maximus ab nach Takatukaland ins Träumeland. Oh, ja, also Volksgenossen, ab jetzt werden alle Betriebe in Agrarkombinate transformiert und die Volksgenossinnen freuen sich bereits, dort ihre zukünftigen Lebensarbeitsmodelle verbringen zu dürfen. Jawohl, danke schön, danke sehr. Gut gesagt, ich hätte es nicht interessanter formulieren können. Wir haben die Spitze zweites Haus im Wassermann und der Herrscher des zweiten Hauses Uranus steht im vierten Haus. Das heißt, die Bevölkerung versucht, Sicherheiten zu schaffen, aber Uranus ist rückläufig und hier steht natürlich auch das Umsonstmotiv drinnen. Also das heißt, es wird vielen nicht mehr gelingen. Wir haben es hier auf 14 Grad 46, das könnten dann Jungfraugrade sein. Interessant. Jungfraugrade an sich eine sehr, sehr sorgsame Energie. Naja, vielleicht könnten da die einen oder anderen Volksgenossen doch noch Erfolg bei der Reservenbildung haben. Aber grundsätzlich ist es hier dann auch schon zu spät. Wir haben hier September, Oktober, November. Also das heißt, im November dürfte es dann bereits so gut wie
schwierig werden, sozusagen da noch etwas zu retten. Ganz interessante Geschichte, die sich hier uns offenbart. Der Grundtenor, natürlich spielt die Sonne immer eine große Rolle in jedem Horoskop und besonders das Haus, in dem sie steht. Und in diesem Fall haben wir die Sonne im 8. Haus. Also das bedeutet, dass die nächsten 4 Monate sehr interessant werden und wir haben ja auch auf der Besitz- und Erbschafts- und Todesachse haben wir 1, 2, 3, 4 Planeten. Also hier dürfte einiges abgehen. Hier dürfte sich dann auch einiges in Bezug auf Geld ereignen. Aber das haben wir, glaube ich, schon in den letzten Horoskopen immer wieder gehabt, dieses Thema. Weiter zum 4. Teil. Ende.